Am Montag sank die indische Rupie gegenüber dem Dollar um 32 Paise auf das Zweijahrestiefst von 66,52. Um die jüngste Marktschwäche zu diskutieren, ist Sumit Deoruka aus BBVA an der Leitung. Sumit, die aktuelle Lage wird als Blutbad bezeichnet. Die Märkte sind mit einer Verkaufswelle überwältigt. Ist der Markt für die Anleger zu riskant geworden? Wie wird sich der Dollar, indische Rupie in den nächsten 4 Wochen verhalten? Die hohe Volatilität ist in allen Assetklassen in den Schwellenländern zu spüren, sodass die Situation für diese Märkte und ihre Währungen nicht so einfach sein wird. Indien hat einen guten Leistungsbilanzüberschuss und ist dem Commodity-Preis- und Wechselkursrisiko in der Langfrist weniger ausgesetzt als die meisten Schwellenländer. Da Indien exportabhängig ist, besteht eine Meinung, dass die Rupie im Einklang mit der chinesischen Abwertung abgeschwächt werden soll, um den Wettbewerb mit billigeren chinesischen Exporten standzuhalten. Was glauben Sie dazu? Stimmt, die Abwertung der Rupie würde sicherlich die Wirtschaft fördern. Aber wenn wir die Lage aus der Sicht der Reserve Bank Indiens betrachten, so versucht sie, die Kapitalflucht aus Indien zu stoppen, die noch gar nicht zu Ende ist. Die meisten Schwellenländer versuchen, Reserven aufzubauen, anstatt zu intervenieren und die Währung künstlich abzuwerten. Der Dollar bewegt sich nach einem interessanten Muster. Während die Marktteilnehmer versuchen, das Datum der Zinserhöhung durch die Fed zu erraten, ihre 12-Monats-Prognose steht bei 62,50. Welches Marktumfeld soll das Paar auf dieses Level bringen? Erwarten Sie eine Erhöhung im September? Meiner Meinung nach wird sich die indische Zentralbank mittel- und langfristig um die Stabilität der Rupie um 62,50 bemühen. Die aktuelle Marktlage lässt die Fed ihre Schritte aufs Neue abwägen und wir neigen eher zur Dezemberfrist. Aber es wird eindeutig keine leichte Entscheidung sein. Sumit, ich danke Ihnen sehr für Ihre Teilnahme. Das war's im Moment. Aber wir werden Sie über die neuesten Entwicklungen weiterhin auf dem Laufenden halten. Auf Wiedersehen.